bringt es irgendwie alles noch nicht so. Ich habe auch gar keine Ahnung hier. Ich meine, da ich noch kein Geld habe, glaube ich, soll ich noch nicht sinnlos was ausgeben für das Zeug, weil ich nicht weiß, ob ich es brauche oder nicht. Also, lassen wir es mal. Ich könnte jetzt was verkaufen vielleicht, aber... Guck mal. Ah, man, hier steht verboten daneben. Dann kann ich ja draußen, wenn der nicht verboten steht, vielleicht aber was nehmen. Trotz all dem, was sie so gesagt haben hier. Kriegerin. Nein, gerade nicht. Was denn? Ich habe bereits gesagt. Nur angesprochen. Also quasi. Es ist voll schlimm mit dem Dunkelhell hier. Was machst du hier? Ach ja, ich darf nicht rein. Stimmt, Entschuldigung. Ah, da war ja was. Oh Mann, ich darf dem Erkundungsdrang nicht erliegen, sonst wäre ich rausgeschmissen wahrscheinlich. Das traue ich dem Spiel durchaus zu. Pünktlich wie immer. Ja, bin ich. Und? Was erzählt man sich so auf dem... Ey, du. Das blendet mich. Der nächste Frischling in Goliath. Schönes Schwert. Hast du die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Erklär mir ein paar Dinge. Bin total höflich und alles. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alps? Nun, es heißt, dass sie vor ein paar Tagen sehr aktiv gewesen sind. Der Elexitor Kallax hatte wohl ein gewisses Interesse an der alten Observierungsstation, da oben im Westen. Kallax, sagst du? Weiß man, wo er gerade ist? Naja, es heißt, er sei wieder in den Norden gezogen und hat seine ganze Truppe mitgenommen. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Kaum weiter als in die ersten Grenzgebiete vom Hochland Abessa da oben. Wir Berserker sind gut beraten, wenn wir uns nicht zu weit bis ins Eisland vorwagen, wenn du mich fragst. Kaum jemand, der den Eispalast der Alps je gesehen hat, ist lebend von dort zurückgekehrt. Oha. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Zu spät. Ich denke, es ist besser für unser beider Gesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? Och Manno, eure Rüstungen sind sonderbar. Ja, ich würde sagen, das ist aber nur Dreck. Eure Rüstungen sind sonderbar. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht. Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, die normales Holz einfach so durchschlagen würden. Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Aha. Also, diese Rüstung sieht auch nicht gerade aus wie der Waldboden. Insofern, und Tiere reagieren allergisch auf Metall anstatt auf Holzrüstung. Das finde ich auch ein bisschen weit hergeholt. Dennoch bleibt sie nutzlos im Rest der Welt. Das ist nicht wahr. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Yeah. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Das ist doch eine gute Erklärung eigentlich. Finde ich total okay. Das heißt, ich kann trotzdem mit einer komischen Berserker-Rüstung rumlaufen, der Beste der Welt sein hier. So muss es sein. Edan ist anders als der Rest der Welt. Du sprichst ein Thema an, das mich mit Stolz erfüllt. Ich selber habe die Landesgrenze zwar nie verlassen, aber es muss schlimm da draußen aussehen. Wir aber konnten mit Hilfe unserer Weltenherzen den Boden wieder fruchtbar machen. Was du in Edan siehst, ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit. Selbst einige Pfade mussten wir von Hand anlegen. Uha. Kein Vergleich zu der Zeit, als der Meteor einschlug. Zumindest erzählt man sich das. Ja, ich glaube, ich habe da eine ungefähre Ahnung, wie es damals gelaufen sein könnte. Ja. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bierintus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist,
dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Ich merke schon. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Ja, yes, Sir. Du kannst nicht lesen, aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Du hast was dran. Ich finde es doch niedlich, wie der hier schön brav Vater, bis ich mit ihm fertig gesprochen habe und dann weitermachen will. Was ich aber auch komisch finde hier, alle Leute, die hier so rumstehen, haben so einen riesigen Abstand zwischen Armen und Körper. Ich meine, wenn ich meine Arme so fallen lasse quasi, also bequem stehe, stehe ich nicht so, als hätte ich Rasierklinge unter den Armen. Obwohl ich ein bisschen mehr möglich habe als der Typ da. Insofern, das ist komisch designt. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Schnaps, Brause natürlich. Gesundheit plus, okay. Ich wollte mal gucken. Ich wollte nicht wirklich was kaufen. Jura noch immer jemanden, der da unten hat Schweiter, siehste. Werker, Setzer, weil er gesessen, weil er gesessen hat. War lustig. Bjorn. Hey, du. Hey. Du gehörst nicht zu uns. Noch nicht. Was willst du hier? Also, das sieht mir auch aus wie Eisen, nicht wie Holz irgendwie. Das glänzt einfach nicht so, wie Holz glänzen würde. Ich bin auf der Durchreise. Dann pass auf, wo du hintrittst. Wir haben in Goliath Pflanzen, die sehr empfindlich sind. Und nur, dass wir uns verstehen. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath. Oha. Und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Also, ist ja ein toller Job hier so. Ich bin der Oberaufseher der Setzlinge. Total der Berserker und alles. Was ist ein Oberaufseher? Jemand, der bereits so lange in seinem Job ist, dass die Leute entschieden haben, er ist jetzt besser darin, andere Leute zu organisieren, als seinen eigentlichen Job weiterzumachen. Das ist eine schöne Erklärung. Klingt auch wie so ein ganz normaler Chef einfach, ne? Der ist einfach nicht mehr in der Lage, was Ordentliches zu machen, deswegen wird er der Chef quasi. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Aber eigentlich hast du recht. Ich könnte mich dort unten mal wieder blicken lassen. Nicht, dass jetzt jeder meint, eine Pause machen zu dürfen. Also, wir sehen uns später. So. Bis dann, Alter. Lass dich mal durch. Was haben wir da Schönes, Rotes? Ein Mana-Kristall für Verteidigungsanlagen, irgendwas, Dingens? Oder was soll das sein? Da wäre bestimmt Laserstrahl mit abgeschossen. Wenn ich hier runterspringen würde, wäre ich doch... Ach, siehst du, fällt mir ein, ich habe doch meinen Raketenrucksack. Guck mal, da sind auch noch Häuser unten. Die natürlich total sinnvollerweise aber mal Ewigkeiten vor der Mauer gebaut wurden. Hat hier drin. Das ist aber total dumme Befestigung. Guck mal hier mal an diesen komischen Spikes, da kannst du locker hochklettern. Also quasi eine Kletterwand, eine Boulderwand gemacht hier. So, da kommt man doch hoch, oder was? Das ist doch nicht gut befestigt. Was wollt ihr mir denn erzählen für ein Quatsch? Abfeuern! Ich könnte zumindest raufklettern. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? So ging das, genau. Ich weiß nicht, wie denn? Ich darf in die Häuser nicht reingehen, denn ich wohne da nicht drin. Total kompliziert. Ornir. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich dich auch noch nicht. Bist du für oder gegen die Gesetze? Was für eine blöde Frage ist das denn? Ich bin dafür? Wieso steht dein Schwert in der Luft überhaupt? Das ist auch komisch. Dafür. Interessant. Interessant. Was zum Teufel? Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da überrascht es mich schon etwas, dass du mit unseren Gesetzen vertraut bist. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen.
Erstmal. Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Aha. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheiß-Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Echt mal. Es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Die hat so eine komisch naive Stimme irgendwie, die gar nicht zu dem passt, was er sagt. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Okay. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich, kann nicht. Ich darf nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt. Was ungefähr das Gleiche bedeutet. Okay. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Und noch eine Mission. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie... Das darf ich mitnehmen. Haha! Lampe dürfte ich auch mitnehmen. Hier kann man durch. Ich habe, glaube ich, gerade eine Schwachstelle in eurer Befestigung gefunden. Hier kann man einfach durchlaufen. Echt jetzt? Wie schwach ist das denn? Hier kann einfach jeder durchlaufen. Das ist ja echt nicht doll. Das ist ja überhaupt nicht doll. Da müsst ihr euch mal drum kümmern, würde ich sagen. Ihr Werker, ihr. Müsst ein bisschen mehr werkeln. Was haben wir da? Nichts. Doch. Hä? Nee. Es sieht aus wie irgendwas zu mitnehmen. So ein komischer, plattgedrückter Zauberhut. Aber ich darf nicht. Also ich kann gar nicht. Es ist vielleicht nicht mehr verboten, aber ich kann einfach nicht. Grüner Punkt. Fährt er Licht. Aha. Hier ist kein grüner Punkt. Wahrscheinlich über mir dann. Ha, hell draußen. Also dieser Hell-Dunkel-Effekt, der ist voll nervig. Ich weiß nicht, damals bei Half-Life, glaube ich, war das, dass so angepriesen wurde, dass man, wenn man in die Sonne guckt, dann wegguckt, der Helligkeitseffekt sich verändert. Quasi der echten, der Realität nachempfunden und so, aber ich fand das auch damals schon nicht so geil. So, und was ist dein Verbrechen? Hier ist recht komisch. Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schwager dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorat ganz schön lahm aus. Ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich. Ich finde ja unseren Duras deutlich ansprechender optisch als diesen Typen hier. Warum ist der nicht der Chef? Gleich mal ehrlich sein, wa? Ich bin ein Abtrünniger der Alps. Ich wurde von meinen eigenen Leuten hingerichtet. Du willst eine Exekution der Alps überlebt haben? Selbst wenn das stimmt, dann bist du geradewegs in die Höhle des Löwen marschiert. Ja. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Ich suche Arbeit. Aber es ist krass, dass er jetzt einmal so frei heraus sagt, wer er ist. Ich bin der Meinung, bei Duras hat er da ein bisschen rumgedruckst, oder? Also er hat nur im Sinne von, und wenn ich das und das wäre und wenn ich der wäre, hier sagt er genau, was er ist. Wenn ich das aussuche, natürlich. Ich suche Arbeit. So wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Ach, na schön. Sagt Duras aber anders. Ich werde darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Jo. Wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Schon ist klar. Das klar? Ja, ja. Du bist der Boss.
Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Ja, okay. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Meister Thorald. Was ist das für ein Mann? Thorald ist im Moment nicht hier. Das ist mir klar. Er kümmert sich um die Belange aller Menschen von Edan. Er ist unser eigentliches Oberhaupt und wird von jedem hier verehrt und vermisst. Seine augenblickliche Mission ist sehr wichtig. Mehr kann ich dir nicht darüber sagen. Weil du nicht mehr weißt,